140 Kilogramm, der Ungar stark. Einhundertzweiundvierzigeinhalb Kilogramm Wenzel aus der Deutschen Demokratischen Republik. 100 Bundesrepublik Deutschland. 145 Kilogramm Weltmeister Kolev, erster Versuch. 1. Versuch von Rusev aus Bulgarien. 100 Kilogramm stark bessert aus. 145 Kilogramm könnten eine Medaille bringen. 147,5 Kilogramm Wenzel, zweiter Versuch. Mit dem ersten Versuch auf 142,5 Kilogramm hat er bereits die Bronzemedaille sicher. Wenzel, dritter Versuch. 150 Kilogramm für Rusev. 12 hat im zweiten Versuch 150 Kilogramm gerissen, nun steigert er auf 152,5 Kilogramm, ein Gewicht, das dem Weltrekord entspricht. Dritter Versuch von Rusev. 100 Rusev wird Weltmeister und hat den Weltrekord eingestellt.
Das Finale im Stoßen bestreiten der Ungar Stark, der DDR-Athlet Wenzel sowie die beiden Bulgaren Rusev und Kolev. Erster Versuch von Stark. Wenzel und Rusev beginnen mit 175 Kilogramm. Kolev setzt den ersten Versuch mit 180 Kilogramm an. Rusev bessert aus. Er erreicht 332,5 Kilogramm und liegt an der Spitze. Kolev liegt um 2,5 Kilogramm hinter seinem Landsmann. Stark will in der Zweikampfwertung Wenzel überbieten. Der Ungar wird jedoch Vierter. Nach dem verloren gegangenen Titel im Reißen muss Kolev 185 Kilogramm stoßen, um Weltmeister in dieser Übung und im Zweikampf zu werden. Dritter Versuch von Kolev, 185 Kilogramm. Der Bulgare ist Weltmeister. Wenzel benötigt 190 Kilogramm für den zweiten Platz. Musik.
Er bleibt Dritter. Und abschließend ein Weltrekordversuch außer Konkurrenz mit 190,5 Kilogramm von Kolev. Thank you.